So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eine neue Folge Ramses Kitchen und wir wollen heute Cola testen. Coca-Cola. Haben wir ja noch nie gemacht, aber diese Sorten haben es in sich. Und ich freue mich total, denn da steht schon wieder Zero Sugar drauf. Das heißt, es schmeckt bestimmt wieder wie Durchfall, Mann. Aber das werden wir uns jetzt gleich reinziehen. Ich habe also zwei Dosen im Kaufland gefunden. Coca-Cola Zero Sugar Lemon. Eine Limonen-Cola. Das dürfte ja noch fast das Normalste der Welt sein. Und eine Coca-Cola Zero Sugar von Coca-Cola Flavors with no Calories mit Raspberry. Die halten wir beide in Thumbnail rein. Und jetzt müssen wir die beide aufmachen. Wir testen wieder einen kleinen Nipper im Glas und dann beide Sorten zusammen. Was wahrscheinlich dann... Hä? Das ergibt aber jetzt gar keinen Sinn. Die beiden Dosen sind exakt genau gleich groß, ja. Aber hier hinten auf der steht 330 Milliliter und auf dieser steht 250 Milliliter. Wie kann das sein? Sind die denn bekloppt? Das ist ja das, was ich meine. Von wegen beide Sorten zusammen testen und dann bleibt immer was übrig. Bei den Dosen ist es wahrscheinlich so, du schenkst die ein und das Glas ist genau voll, weil in einer nur 250 Milliliter drin sind. Aber hier steht 330. Da bin ich ja mal gespannt, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Wir fangen jetzt mit der gelben an, mit der Coca-Cola Zero Sugar Lemon. Machen die mal auf. Füllen in das Glas. Das dürfte farblich alles einfach nur Cola sein. So, einmal eingefüllt, einmal gezeigt, besteht aus 80% Schaum und nur, naja, wir müssen warten, dann kommt noch mehr Cola hinzu. Obwohl die diesmal gekühlt sind, ich habe die ganze Nacht im Kühlschrank gelassen, dass wir es nicht bad warm probieren. Trotzdem so eine Menge Schaum, das ist schon wieder richtig abartig. Noch abartiger ist nur dieser Geschmack, dieser Coca-Cola Zero Sugar Lemon. Das brennt irgendwie auf der Zunge, das bitzelt auf der Zunge, das ist wie Arznei, nur dass Arznei irgendwie noch vollmundig im Geschmack ist und das ist irgendwie so richtig einfach nur wieder Zero Sugar, ich verstehe es nicht, jedes Mal dasselbe mit Süßungsmitteln, ja. Süßungsmitteln, überall diese Süßungsmittel drin. Oh, hier auch interessant, hier steht koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Zitronengeschmack mit Süßungsmitteln und hier steht koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln mit Himbeergeschmack. Da steht erst die Sorte, dann mit Süßungsmitteln, hier steht erst mit Süßungsmitteln und dann der Geschmack. Ist das der Unterschied? Deswegen hat die eine 250, die andere 330 natürlich nicht. Wir schenken mal die ein. Die müsste doch eigentlich jetzt richtig cool sein. Ich meine, dass wenn es sowieso auf der Zunge bitzelt und so ein bisschen herb, eklig, gabbelig ist, ist halt Lemon. Aber Himbeer. Himbeer müsste doch jetzt eine sehr milde, leckere, bärig, fruchtige Note haben. Wir probieren mal die Himbeernote. Es schmeckt auf jeden Fall deutlich besser, das bitzelt auch nicht so auf der Zunge, aber das hat trotzdem einfach nur Schaum im Mund, so viel Schaum einfach und Kohlensäure und alles und wir füllen das jetzt beides mal zusammen ein, wir testen das wieder, wenn wir es mischen, einmal so, der Schaum ist halt jetzt das Problem, wir müssen also so langsam einschenken, dass eigentlich gar kein Schaum entstehen kann, großartig. Dass das einfach nur ganz langsam reintröpfelt und nicht mehr wird. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 100 Jahre. Oh, Bruder. Hier hat es aufgehört reinzulaufen. Da läuft es wieder rein. Du musst gegen den Schaum ankämpfen. Von unten kommen die Cola nach. Das sieht gut aus. Wir haben jetzt von beiden schon jeweils ein kleines Gläschen rausgetrunken. Vielleicht schaffen wir es wirklich beide Dosen zusammen einzufüllen. In das große, auf die dicken Glas. Und dann eben auch beides zusammen zu trinken. Ja, guckt euch das an. Hier, die Dose ist leer.
Die Dose ist leer. Die Dose ist Slayer. Und jetzt glaube ich nicht dran, dass hier 330 drin sind. Ich denke mal, das ist einfach übelster Fake, übelster Irrtum. Es werden 250 sein in so einer Dose. Hier steht also eine falsche Angabe drauf. Das ist Betrug. Da musste gleich die Coca-Cola Company anrufen, musste sich beschweren und sagen, dass da bitte auch Zucker fehlt. Ne? Das ist der nächste Betrug, dass einfach die Cola nicht mehr schmeckt. Wir haben jetzt alles hier in dem auf die dicken Glas. Der ganze Schrank ist vollgesaut. Einmal Lemon mit Himbeer, mit Raspberry. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Kennt ihr die Coca-Cola Flavors? Hattet ihr schon mal Raspberry oder Lemon? Diese rosane Dose, diese gelbe Dose. Von den Farben her sehen die natürlich richtig cool aus, aber vom Geschmack her ist es wieder mal unterste Schublade. Obwohl es bestimmt auch Leute gibt, die das gerne trinken. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Oh, man. Oh, enough talk.